Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid heute bei unserem ersten Themenvideo. In dem letzten Video haben wir angekündigt, dass wir für euch das Thema Fahrt zum Gerätehaus ein bisschen aufarbeiten, weil das ist ja gerade für die Feuerwehr, vor allem für die freiwilligen Feuerwehr, das, womit wir immer zu tun haben. Das heißt, wir sitzen zu Hause am gedeckten Tisch, das Essen ist gerade serviert und wie immer, entweder geht der Funkmeldempfänger oder die Sirene, wir steigen in unser PKW, wollen zum Gerätehaus fahren. Und das ist eigentlich schon bei jedem Einsatz der erste Moment, wo wir mit dem Gesetz irgendwo in Konflikt kommen können. Und damit euch das nicht passiert, haben wir heute das Video vorbereitet und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade so bei euch im Grundlehrgang, habt ihr irgendwann mal von dem Thema Sonderrechten was gehört. An der Stelle das bitte aber nicht verwechseln mit den Wegerechten. Wegerechten, das haben wir, wenn wir mit unseren Einsatzfahrzeugen fahren, bei eingeschalteten Martinshorn und Blaulicht, dass dann andere Verkehrsteilnehmer uns ja Platz machen müssen. Deswegen Wegerecht. Wir reden heute über das Sonderrecht. Und im Grundlehrgang bin ich mir auch sicher, dass ihr irgendwann, wahrscheinlich direkt auch am ersten Tag aufgeschrieben habt, Paragraph 35 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung. Und das ist der zentrale Paragraph, um den es heute gehen soll. Und da würde ich sagen, ich lese einfach mal vor, was da so Schönes drin geschrieben steht. Da heißt es im Absatz 1, von den Vorschriften dieser Verordnung, also von der Straßenverkehrsordnung, sind die Bundeswehr, Bundespolizei, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die Polizei und der Zolldienst befreit, soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Da steht nicht drin, ihr dürft 10 km/h schneller fahren, ihr dürft über rote Ampeln fahren. Da steht eigentlich nur drin, von den Vorschriften dieser Verordnung sind wir befreit. Und das ist eigentlich schon das erste große Problem. Das liest sich ja so, für uns gilt die StVO einfach nicht. Also würden wir jetzt ein bisschen über dem Gesetz sein, aber genau das ist das Problem. Wenn wir gegen die StVO verstoßen, dann ist das ein Verkehrsverstoß. Bedeutet also, es steht in der StVO drin, 50 km/h sind innerorts zu fahren. Fahren wir 60 km/h, dann haben wir in dem Moment gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Jetzt kann man aber sagen, weil wir Sonderrechte haben, können wir den Verstoß rechtfertigen. Also wir können sagen, wir sind von der Feuerwehr, wir mussten dringend zu einem Einsatz und deswegen war es uns sozusagen geboten, einfach mal 10 km/h schneller zu fahren. Deswegen ist das Erste, was wir uns merken müssen, der 35.1 StVO sagt nicht, dass wir alles machen dürfen, also dass wir sozusagen eine Narrenfreiheit haben. Es ist immer der Verkehrsverstoß, der bleibt. Und wir können nur im Nachhinein probieren, den irgendwie zu rechtfertigen. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt im Einzelnen mal an. Ja, jetzt gerade in dem Video habt ihr so eine ganz typische Situation gesehen, die, ich denke mal, ihr alle schon erlebt habt. Ihr sitzt im Auto, wollt schnell zum Gerätehaus fahren, ihr wisst, ihr habt einen Einsatz, ihr müsst irgendwo Einsatzgrundzeiten auch noch einhalten. Und oft ist es eben so, wenn man jetzt nur von euch zu Hause bis zum Gerätehaus fahrt, nur 50 km/h fahrt, dann dauert das eben doch ziemlich lange. Also, was macht man? Man fährt ein bisschen schneller. Und da geht es ja eben los, wie schnell darf ich jetzt am Ende fahren? Ihr wisst ja aber auch, wenn ihr zu schnell fahrt, ihr könntet jederzeit geblitzt werden. Wenn ihr innerorts 20 km/h zu schnell fahrt, dann gibt es eine ordentliche Geldbuße. Es gibt Punkte in Flensburg. Wenn das auch noch öfters passiert, also wenn ihr nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal geblitzt wurdet innerhalb von einem Jahr, dann kann es sogar deswegen mal noch ein Fahrverbot geben. Also merkt ihr schon, ihr kommt ziemlich mit dem Gesetz irgendwo in Konflikt. Und deswegen haben wir uns ja gedacht, dann müssen wir einfach mal euch ein bisschen was an die Hand geben. Aber am Ende kann ich euch auch nicht sagen, ihr dürft immer 20 km/h schneller fahren oder ihr dürft nur 10 km/h schneller fahren. Das ist immer so eine Einzelfallgeschichte. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir bringen jetzt einfach mal eine Waage mit, die das so ein bisschen symbolisieren soll. Wir haben ja auf der einen Seite den Gesetzesverstoß und auf der anderen Seite sind Rechtfertigungsgründe. Also das sind unsere Sonderrechte, die wir in Anspruch nehmen können. Aber die können wir ja nur in Anspruch nehmen, wenn sozusagen die Rechtfertigungsgründe, ja also die Sonderrechte, dann auch überwiegen. Und deswegen kommt es darauf an, wie schwer wiegt sozusagen der Gesetzesverstoß.
Und da habe ich solche Bauklötze einfach mitgebracht, um das mal zu symbolisieren. Das heißt, wir nehmen jetzt an, innerorts fahren wir anstatt 50 km/h 60 km/h. Also wir verstoßen jetzt schon mal gegen das Gesetz. Da gibt es einen Bauklotz obendrauf. Fahren wir jetzt aber noch schneller, also 20 km/h, dann entfernen wir uns ja immer weiter vom Gesetz. Und das heißt, es gibt jetzt noch einen zweiten Bauklotz obendrauf. Also das erste ist schon mal die Frage, wie weit entferne ich mich denn überhaupt vom Gesetz? Sind es nur 60, 70 km/h oder noch mehr? Dann sind aber auch solche Begleitumstände sehr, sehr wichtig. Denn gerade die Straßenverkehrsordnung, die möchte ja, dass alle Verkehrsteilnehmer irgendwo geschützt sind. Deswegen gibt es ja Richtwerte, es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, damit nicht jeder zu schnell fährt. Und damit man immer noch gerade in der Stadt Zeit hat zu reagieren, wenn also jemand aus einer Einfahrt rausfährt, wenn irgendwo Personen die Straße überqueren wollen. Und deswegen sagt man, es macht auch einen Unterschied, ob ihr in der Stadt eine lange gerade Strecke habt, die gut einsehbar ist, da dürft ihr natürlich dann auch wieder schneller fahren. Denn ihr könnt die gut einsehen. Es ist vielleicht auch eher unwahrscheinlich, dass dort irgendwo Autos rausfahren, dass Personen einfach hinter irgendwelchen Autos hervorspringen. Anders sieht es aber aus, wenn ihr in der Innenstadt fahrt. Die Innenstadt ist ja gerade dadurch geprägt, dass es engere Straßen sind, dass rechts und links meistens Autos stehen. Und wenn ihr da zu schnell fahrt, dann sagt man, da ist irgendwo das Sicherheitsinteresse schon wieder beeinträchtigt. Deswegen gibt es wieder diesen Bauklotz obendrauf. Also es kommt auch darauf an, wie sind die Straßen jeweils gestaltet. Ist es eine sehr kurvenreiche Straße, dann wird man sagen, ihr müsst langsamer fahren. Ist es aber eine gerade gut einsehbare Straße, dann wird man sagen, ihr könnt schneller fahren. Dann gibt es noch die Besonderheiten, wo seid ihr denn vorbeigefahren? War das jetzt eine Kreuzung? Ist es vielleicht sogar ein Unfallschwerpunkt, diese Kreuzung, an der ihr vorbeigefahren seid? Dann wird man sagen, ihr müsst an der Stelle langsamer fahren. Ist es ein Kindergarten, eine Schule, ein Altenheim oder andere Sachen, dann wird man wohl auch eher verlangen können, dass ihr da wieder langsamer fahrt. Macht ihr das nicht, gibt es wieder diesen Bauklotz obendrauf. Also es kommt auch darauf an, was sind dort für Gebäude oder beziehungsweise für Unfallschwerpunkte. Und wenn ihr dort zu schnell fahrt, dann wiegt der Gesetzesverstoß ohnehin noch mal schwieriger, denn das ist ja gerade das, was die StVO erreichen möchte, nämlich dass keiner gefährdet ist. Das heißt, jetzt liegt sozusagen hier auf den Haufen eine Geschwindigkeitsübertretung von 20 km/h innerorts. Ihr seid an einer Schule vorbeigefahren und die Straßen, die sind auch zudem noch schwer einsehbar, weil überall Autos abgeparkt sind. Das ist also, was auf der einen Seite ist. Und jetzt können wir nur probieren, das irgendwie zu rechtfertigen. Also zu sagen, wir sind von der Feuerwehr, wir mussten dringend zu unserem Einsatz. Und da merkt ihr schon, wir können jetzt gar nicht so viel auf die andere Seite drauflegen. Also kommt es wohl am Ende nur darauf an, wie wichtig ist jetzt sozusagen die Aufgabe gewesen. Die Juristen würden jetzt danach fragen, war es euch sozusagen zuzumuten, euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten oder nicht? Und deswegen könnt ihr nur damit argumentieren, wie wichtig die Aufgabe ist. Also gehen wir jetzt mal durch. Ihr fahrt zum Gerätehaus, ihr habt einen Funkmeldeempfänger und habt schon gehört, es geht zu einer Ölspur. Passiert nichts. Und ich denke, da sind wir uns alle einig. Nur für eine Ölspur werden wir nicht innerorts irgendwo 20 km/h im Zentrum zu schnell fahren dürfen. Denn die Ölspur, die liegt in 5 Minuten auch noch da. Ob wir jetzt eine Minute später ankommen oder nicht, das ist halt einfach so. Also nur für eine Ölspur werden wir das wohl nicht dürfen. Wie sieht das aus, wenn wir das gleiche Beispiel nehmen? Zu schnell gefahren, innerorts 20 km/h durchs Zentrum am helllichten Tag und noch an der Schule vorbei. Wenn die Meldung heißt, wir haben einen Verkehrsunfall mit auslaufenden Flüssigkeiten. Das heißt, es ist ja schon größeres Gefahrenpotenzial. Da laufen Flüssigkeiten aus. Die Unfallstelle, die ist meistens noch nicht abgesperrt. Das heißt, für andere Verkehrsteilnehmer besteht ja jetzt die Möglichkeit, irgendwie ungebremst dort einzufahren, dort aufzufahren. Und dann haben wir sozusagen noch eine zweite Unfallstelle vor Ort. Na gut, passiert jetzt auch noch nicht so viel. Also merkt ihr schon, es kommt wirklich drauf an. Also 20 km/h zu viel, da braucht es schon ordentlich große Gründe. Sowas wie ein Brand beispielsweise. Legen wir jetzt noch einen Bauklotz oben drauf. Und jetzt lassen wir es nicht nur bei dem normalen, einfachen Brand, sondern da ist auch noch ein Menschenleben in Gefahr. Und jetzt fängt es das erste Mal an, sozusagen, dass es sich bewegt. Bedeutet also, wenn ihr extrem zu schnell fahrt, dann braucht ihr auch einen extremen Grund auf der anderen Seite. Und in erster Linie heißt es nun mal, ein Menschenleben, das wiegt am schwersten und das soll ja gerettet werden. Und da kommt es auf Minuten, manchmal auch auf Sekunden an. Und da wird man eher sagen, ihr dürft schneller fahren. Aber ihr müsst immer drauf Acht geben, wo fahrt ihr zu schnell. Also nehmen wir jetzt nur mal einen Faktor raus, nämlich
ihr seid nicht unbedingt durchs Zentrum gefahren, sondern ihr seid jetzt wirklich wie in einem Video einfach eine lange, gut einsehbare Straße lang gefahren. Da merkt ihr, da geht es sofort auf der einen Seite runter. Das heißt, jetzt könnte so ein Verstoß auf jeden Fall gerechtfertigt sein. Deswegen ist das, was ich euch unbedingt mit auf den Weg geben will, ihr müsst immer schauen, wie sind die Begebenheiten auf der Straße, wie schnell fahrt ihr und was habt ihr auf der anderen Seite. Das heißt, wenn es jetzt um Menschenleben geht, dann dürft ihr natürlich auch nicht alles. Es muss also immer noch im gewissen Rahmen sein, aber ihr dürft schon mehr als nur bei einer Ölspur. Und jetzt kommt an der einen Stelle mit Sicherheit auch noch eine Frage auf für die Leute, die sagen, ich weiß ja aber noch gar nicht, was alarmiert wurde. Also ich habe keinen Funkmeldeempfänger, wir haben nur eine Sirene. Was soll ich jetzt machen? Da gilt auch das Gleiche wieder. Ich muss gucken, wie schnell fahre ich, wo fahre ich zu schnell. Ich sage jetzt einfach mal, wir fahren 15 km/h innerorts zu schnell. Und es ist am helllichten Tag, irgendwo auch noch durch die Innenstadt. Jetzt weiß ich aber noch gar nicht an der Stelle, werde ich zum Brand alarmiert oder ist es wirklich nur eine Ölspur? Und da sagt man, weil ihr das nicht wisst, müsst ihr aber immer erstmal von einer gewissen Gefahr ausgehen. Ja, sonst würdet ihr ja nicht alarmiert werden. Ihr dürft also nicht von Menschenleben in Gefahr sofort ausgehen. Ihr dürft aber auch mehr als eine Ölspur erwarten. Das heißt, ihr dürft sofort davon ausgehen, dass irgendwo ein größeres Geschehen ist. Und das rechtfertigt es zumindest, dass ihr schneller fahrt, ein bisschen schneller fahrt, dass ihr aber immer noch darauf achten müsst, wo fahrt ihr zu schnell. Und deswegen, ich kann da wirklich nur dran appellieren, weil wir es auch in der eigenen Feuerwehr schon hatten, dass Leute geblitzt wurden. Und deswegen müsst ihr immer ein bisschen auch auf euer Bauchgefühl hören, was das so sagt. Also wenn ihr schon ein flaues Gefühl habt, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt 20 km/h schneller fahren, ob das jetzt hier so richtig ist, dann macht es lieber nicht. Im Zweifel haltet euch dran, da kann euch nichts passieren. Aber wenn ihr das für euch gut einschätzen könnt und sagt, es ist vielleicht auch spät abends, es sind keine Leute mehr auf der Straße, dann werdet ihr auch mal durch die Innenstadt schneller fahren können. Also es kommt einfach darauf an, wie sind die Begebenheiten, und für alle anderen, die vielleicht auch schon am Funkmeldeempfänger oder sonst wo mitbekommen haben, um was es sich handelt, die können dann schon mit drauflegen, ist ein Menschenleben in Gefahr, heißt es Verkehrsunfall, eingeklemmte Person oder ähnliche Sachen. Das heißt, so ist dieses ganze Spiel und ihr müsst dann immer für euch entscheiden, macht ihr das oder macht ihr das nicht. Das soll es erstmal zu dem Thema Geschwindigkeitsüberschreitung gewesen sein. Und jetzt kamen von euch ziemlich viele Fragen auf und deswegen schauen wir uns einfach gleich mal die nächste Situation an. Jetzt haben wir gerade die nächste Situation gesehen, die einem begegnen kann, nämlich Einbahnstraßen. Also könnt ihr euch vorstellen, vielleicht bei euch irgendwo im Ort, ihr parkt euer Auto ab, irgendwo in der Einbahnstraße. Ihr kriegt eine Alarmierung. Wollt natürlich wieder schnell zum Gerätehaus fahren, weil es ja bei uns irgendwie immer um die Zeit geht. Ja, und da kommen jetzt schon die ersten Fragen auf. Dürfte ich jetzt das Auto rumdrehen und entgegen der Einbahnstraße entlangfahren, weil das vielleicht der schnellere oder kürzere Weg zum Gerätehaus ist? Und da geht das Spiel jetzt wieder von vorne los. Verkehrt rum in die Einbahnstraße reinfahren dürfen wir nicht. Da würde es ein Bußgeld bzw. ein Verwarngeld dafür geben. Das liegt um die 50 Euro. Aber wir können uns eventuell wieder rechtfertigen. Und da kommt es wieder drauf an. Wir fahren also verkehrt herum die Einbahnstraße rein. Fahren wir jetzt einfach nur mal 10 Meter zurück, dann ist es ja eine vollkommen andere Situation, als würden wir die Einbahnstraße einmal von vorne bis nach hinten komplett durchfahren. Also können wir uns jetzt schon mal merken, wenn wir nur am Anfang der Einbahnstraße sind, dann ist es wohl gar kein Problem, dann liegt deswegen auch nur ein so ein Klotz hier drauf. Wir sagen jetzt einfach mal wieder Sirene oder es ist eine Ölspur oder ein bisschen mehr als eine Ölspur, dann könnt ihr das ohne Probleme rechtfertigen. Anders sieht es jetzt aber schon wieder aus, wenn ihr in der Einbahnstraße drinnen steht, so, ich sag mal, auf der Hälfte seid, dann ist ja eben die Frage, ist es euch eher zuzumuten, bis am Ende der Einbahnstraße durchzufahren oder nicht? Und damit steht und fällt eigentlich die Beantwortung der gesamten Frage, ob ihr das dürft. Wenn es euch zuzumuten ist, also wenn ihr einfach die Einbahnstraße nach hinten rausfahrt, dann einen anderen Weg zum Gerätehaus nehmen und dadurch keinen Zeitunterschied habt, also ich rede jetzt nicht von 3-4 Sekunden, sondern ich rede jetzt hier von Zeitunterschied von 30 Sekunden bis einer Minute. Also wenn der Weg nicht wesentlich länger ist, dann wird man sagen müssen, ihr werdet einfach die Einbahnstraße bis nach hinten durchfahren müssen. Weil einfach die Gefahr viel zu groß ist. Es kommt jetzt jemand von vorne reingefahren. Ja, und was ist dann? Dann kommt ihr an dem nicht vorbei. Am Ende, ja, keine Ahnung, ist das noch viel komplizierter geworden. Und dann habt ihr gar nichts davon.
Das heißt, eine Einbahnstraße grundsätzlich dürft ihr auch in verkehrte Richtung reinfahren, auch mit einem Privat-Pkw. Da sagen eben ganz viele Leute, nein, das darf man nur mit Blinklicht und allem Möglichen. Aber ich sage jetzt ganz klar, das dürft ihr, weil es steht in der SCVO drin und es sind Sonderrechte, die ihr hier in Anspruch nehmt. Und deswegen dürft ihr das. Es kommt aber nur darauf an, könnt ihr das wieder auf der anderen Seite irgendwie rechtfertigen. Und da ist eben wirklich nur zu sagen, entweder ihr fahrt ganz kurz nur das Stückchen nach hinten raus, um schnell zum Gerät auszukommen. Und mehr könnt ihr auf der anderen Seite schon gar nicht mehr draufschieben. Und wenn keine wirkliche Zeitersparnis mehr im Raum steht, dann habt ihr sozusagen euch falsch entschieden. Und dann könnt ihr das auch nicht mehr wirklich rechtfertigen. So viel erstmal zum Thema Einbahnstraße. Jetzt kam noch eine andere Frage auf, die vielleicht viele von euch irgendwo schon mal diskutiert haben und noch nie so richtig die Antwort drauf gefunden haben, nämlich die Sache rote Ampel. Was da passieren kann, das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich kann mich ganz oft daran erinnern, dass wir bei uns im Gerätehaus standen und darüber diskutiert haben, Mensch, hier vorne, da ist jetzt so eine Baustellenampel. Darf ich da jetzt bei Rot drüber fahren? Oder darf ich da jetzt doch nicht drüber fahren? Oder wenn da eine normale Ampel ist, wie ist das denn jetzt eigentlich? Und da sind die wildesten Diskussionen losgebrochen. Und auch von euch kamen ziemlich viele Fragen zu dem Thema, darf ich jetzt über eine rote Ampel drüber fahren oder nicht? Und deswegen haben wir gedacht, das müssen wir unbedingt mit aufnehmen. Und da gilt auch das Gleiche, was wir vorher hatten. Es ist wieder dieses Spiel mit der Waage. Ihr müsst eins bedenken. Ein Rotlichtverstoß ist so ziemlich die größte Sünde, die man als Autofahrer begehen kann. Da steht also eine Strafe drauf, beziehungsweise das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und da stehen 200 Euro Geldbuße drauf, ein Punkt in Flensburg und noch ein Monat Fahrverbot, wenn die Ampel schon eine Sekunde rot gezeigt hat und ihr nach der 1 Sekunde drüber gefahren seid. Unter einer Sekunde, da liegt es, da hätte ich nochmal richtig nachgucken müssen, es hat sich ja geändert. Ich meine, das liegt jetzt so um die 100 Euro und ein Punkt. Da ist noch kein Fahrverbot dabei. Aber alles, was über eine Sekunde ist, und das ist wahrscheinlich auch eher das, was uns betreffen würde, da ist auf jeden Fall auch ein Fahrverbot dabei. Das heißt, hier gibt es eine gesetzliche Wertung. Also Rotlichtverstoß ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Deswegen gibt es von vornherein sofort erstmal zwei Bauklötze obendrauf. So, das ist das Erste. Jetzt müsst ihr ja wieder anfangen, auf der anderen Seite irgendwas drauf zu bauen und zu sagen, ich musste jetzt schnell zum Gerätehaus fahren. Nehmen wir also mal an, wir haben eine Alarmierung. Ich nehme jetzt einfach nur wieder zwei solche Bauklötze, also ich würde jetzt mal sagen, eine Art Sirenenalarmierung. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Ja, ist jetzt irgendwo ausgeglichen. Auf der einen Seite sagt das Gesetz, wir dürfen das ja. Wir sind auch alarmiert worden, wir sind zum Einsatz gefahren. Wir haben die rote Ampel überfahren. Aber wie ist das jetzt vielleicht in konkreten Situationen? Und die wollen wir jetzt einfach mal noch zusammen besprechen. Wenn wir also davon ausgehen, ihr habt diese rote Ampel, das ist eine Art Baustellenampel, die Spur, die ist nur noch einspurig und ihr wollt zum Gerätehaus fahren, dann ist es wohl eher zu rechtfertigen, wenn das spät abends ist. Das heißt, auf der anderen Seite sind keine Autos, ihr seht, da fährt auch niemand irgendwo noch durch diese eine Spur durch und dann ist es am ehesten vertretbar zu sagen, ich musste zur Feuerwehr, ich musste jetzt hier wirklich vorbeifahren, denn eine Ampel, die ist um die Minute rot und eine Minute, die kann eben doch schon einen ganz schönen Unterschied machen für uns im Einsatz. Anders ist es natürlich, wenn wir uns jetzt so eine normale Kreuzung vorstellen. Wir stehen an der Ampel und es ist Berufsverkehr. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Da ist einfach die Gefahr schon wieder viel zu groß. Also da fahren von überall irgendwelche Autos und ihr wollt euch jetzt da irgendwo durchmogeln. Und da tue ich mich auch als Anwalt oder überhaupt als Jurist sehr, sehr schwer zu sagen, dass man das irgendwie rechtfertigen kann. Und das liegt einfach an der Gefahr. Wenn ihr gerade drüber fahrt, am helllichten Tag, beim Berufsverkehr, habt ihr am Ende wahrscheinlich auch gar keinen wirklichen Zeitfaktor, den ihr da rausgefahren habt. Anders sieht es aber wiederum aus, wenn ihr an der Ampel steht und nur mal schnell rechts abbiegen müsst. Dann sieht die Lage ein bisschen anders aus, wenn man sagt, es ist vielleicht Berufsverkehr, aber ihr müsst ja nur rechts abbiegen. Und ihr seht schon wieder auf der Gegenüberspur, also von da aus die Linksabbieger, da steht gerade keiner.
Das sind keine Linksabbieger, beziehungsweise die haben vielleicht auch noch rot, die sind noch nicht angefahren. Und wenn ihr dann ganz langsam und vorsichtig in den Kreuzungsbereich über die rote Ampel reinfahrt und euch da drüber tastet, dann ist das wohl noch vertretbar. Aber auch das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Und das, was ich euch sage, das ist kein Garant, weil das ja am Ende die Behörde und die Juristen für sich anders entscheiden können. Das sind nur so diese Kriterien, die da auf jeden Fall mit angelehnt werden. Aber eins kann ich euch sagen, quer über eine rote Ampel, über die Kreuzung drüber zu schießen, das wird nicht funktionieren. Anders sieht es dann aber vielleicht auch schon wieder aus, wenn es spät abends ist. An der ganzen Kreuzung sind keine Autos, keine Verkehrsteilnehmer weiter, auch keine Fußgänger. Und ihr habt aber mitbekommen oder gehört, es ist ein Großbrand. Ihr seid vielleicht auch zusätzlich noch Atemschutzgeräteträger. Das sind nämlich auch solche Faktoren, die damit zählen. Also was habt ihr für eine Qualifikation? Seid ihr Atemschutzgeräteträger, Gruppenführer, Drehleitermaschinist, vielleicht der einzige Maschinist? Dann wird man auch sagen, da ist es euch weniger zuzumuten, jetzt an der roten Ampel über eine Minute zu stehen. Weil das die Zeit ist, die am Ende bei dem Brand dafür sorgt, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Oder legen wir noch einen oben drauf, dass man sagt, wir haben Menschenleben in Gefahr. Und da ist eine Minute sehr, sehr lang. Und wenn ihr der einzige Maschinist seid, dann kann das Fahrzeug erstmal nicht ausrücken. Das heißt, eine Minute vergeht, weil ihr noch an der roten Ampel steht. Aber das ist wirklich nur eine Lage. Spätabends, kein Mensch weit und breit an der Kreuzung. Dann kann man das machen. Am helllichten Tag, da lege ich jetzt hier das wieder drauf, wird es wohl nicht so funktionieren. Jetzt nehmen wir das von dem Menschenleben nochmal weg, weil das ist ja das, was wir in der Regel noch nicht wissen. Aber am helllichten Tag über die Kreuzung, das werdet ihr nicht gerechtfertigt bekommen. Allerhöchstens wirklich nur, die Straße ist irgendwo einspurig gesperrt und ihr könnt sehen, dass von der anderen Seite noch keiner angefahren ist. Dann könnt ihr eben schnell vorbeifahren. Oder wenn ihr an der Kreuzung steht und wollt da einfach nur kurz rechts abbiegen. Genau. Ansonsten gilt auch hier wieder, unbedingt aufs Bauchgefühl hören. Wer sich unsicher ist, lieber nicht machen. So, das letzte Thema, das wir heute noch unbedingt besprechen wollen, ist, darf ich zur Feuerwehr fahren, wenn ich irgendwas getrunken habe? Als erstes, was ich sagen will, es gilt eine Grenze von 0,5 Promille. Über der geht einfach nicht mehr. Da kann man nicht mehr fahren. Beziehungsweise man darf nicht mehr fahren. Manche sagen, sie können noch fahren, aber auf jeden Fall sagt das Gesetz, ihr dürft nicht mehr fahren. Aber wie sieht das aus, wenn ich von der Feuerwehr bin und zum Einsatz muss? Und da kann ich euch sagen, es gibt eine ganz klare Antwort, dürft ihr nicht. Warum? Das Ganze richtet sich nicht mehr nach der Straßenverkehrsordnung, sondern nach dem Straßenverkehrsgesetz. Aber die Sonderrechte habt ihr ja nur bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Das heißt, ihr verstoßt jetzt gegen ein ganz anderes Gesetz. Und in dem Gesetz ist die Feuerwehr nirgendwo mehr privilegiert genannt. Also, dass man sagt, nur die Feuerwehr hat explizit solche Rechte. Und damit müsstet ihr jetzt Gründe vortragen. Also sagen wir mal, ihr seid betrunken gefahren. Ihr habt 0,6 Promille. Weil das schon ziemlich schwer wiegt, gibt es hier auf jeden Fall 3 Steine obendrauf. Und jetzt müssten auf der anderen Seite Gründe kommen, die so wichtig sind und so erheblich sind, dass man sagt, okay, in dem einen konkreten Fall durftet ihr fahren. Was sind das jetzt für Gründe? Vorher konnten wir ja immer sowas drauflegen wie Ölspur, Brandeinsatz, Menschenleben in Gefahr. Das gibt es jetzt hier nicht mehr. Hier können wir jetzt nur noch sagen, ihr hattet eben Einsatz bei der Feuerwehr. Man könnte vielleicht auch noch sagen, okay, es war Menschenleben in Gefahr. Ja, was kann man jetzt noch groß drauflegen? Da wären jetzt noch solche Sachen. Ihr seid der einzige Maschinist. Ohne euch können sie nicht ausrücken. Ist schwierig. Also zu sagen, ich muss betrunken zur Feuerwehr fahren, um dann betrunken vom Gerätehaus zum Einsatzort zu fahren. Also da merkt ihr auch schon, dass es klingt irgendwie komisch, das klingt ein bisschen merkwürdig. Also würdet ihr euch zumindest nicht damit retten können, dass ihr sagt, ihr seid der einzige Maschinist. Wie sieht es aus, wenn ihr beispielsweise der einzige Gruppenführer seid? Dann wird man ja erstmal sagen können, okay, ihr seid der einzige Gruppenführer. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Grund. Ohne Gruppenführer dürftet ihr ja erstmal nicht rausfahren. Aber das steht nirgendwo so konkret, dass ihr nicht rausfahren dürft, denn es heißt, da müsste von irgendwo anders eben einer kommen, der dann eure Gruppe mitführt. Das heißt, da müsste dann irgendwer bei der Leitstelle Bescheid sagen, wir haben keinen Gruppenführer, die müssten einen Zugführer hinschicken. Also seid ihr auch schon wieder raus. Also funktioniert das nicht. Mit anderen Worten, wenn ihr mehr als 0,5 Promille habt, dürft ihr auch nicht mehr zum Einsatz fahren. Gut, an der Stelle sind wir mit unserem Video am Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann schon wieder auf die nächsten Themen von euch. Das war unser erstes Thema.
Und wir hatten uns jetzt vorgestellt, dass ihr einfach mal sagt, was wollt ihr Rechtliches mal noch hören? Also was sind Themen, die euch begeistern, wo seid ihr euch unsicher? Ich will jetzt einfach nur mal Beispiele nennen, sowas wie, ist man für Ölspuren eigentlich zuständig? Oder wie sieht Datenschutz in der Feuerwehr aus? Irgend solche, also so ganz große Themenkomplexe, die Feuerwehr betreffen. Da könnt ihr uns gerne anschreiben und wir gucken dann mal, was wir machen und welches Video wir euch dann vorbereiten können. In dem Sinne, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns in einem Monat wieder. Bis dahin, kommt immer gut zum Einsatz und vor allem kommt immer gut vom Einsatz nach Hause.